Oh yeah, Elektroschrott. Hallo liebe Schrottis, es ist heiß. Papa, wie heiß? 35 Grad. Wolltest du mich verarschen? Ja. 35 Grad da draußen, hier drin. Ja, ganz ehrlich, ich glaube mehr als das. Ich kann nicht mal ein Fenster aufmachen, weil ich will ja nicht, dass das Vogelgezwitscher und die Nachbarn hier in diese wunderbare Aufnahme für euch reinrauschen. Das wollen wir nicht. Ja, dafür machen wir heute auch nicht so arg viel. Man soll ja große Belastungen bei den Ozonwerten auch hinterlassen. Heute geht es darum, das hier zu zerlegen. Das ist gewissermaßen eine Nachfolgeaktion auf den Schlangomaten, weil hierbei handelt es sich um das Regelungsgerät, das Philipp benutzt hat, bevor er den Schlangomaten hatte. Und es geht euch wahrscheinlich genauso wie mir. Ihr wüsstet auch ganz gerne, was da eigentlich so drinsteckt in so einem kommerziellen Gerät. Also gibt noch eine Möglichkeit, um es rauszufinden. Machen wir es auf. Das ist eine Sache, die ich an meinem gepimpten Arbeitsplatz hier extrem geil finde. Ihr wisst ja, ich habe hier den Stammtisch aufgebohrt. Das ist, dass ich jetzt eine Möglichkeit habe, die Kamera so aufzustellen, dass ihr wirklich gut sehen könnt, was ich mache. Gut. Zuerst mal schauen wir uns diese Haupteinheit hier an. Die hat vorne dran zwei LEDs. Da kommen zwei Stromkabel raus, gehen das Stromkabel rein. Hinten drauf sieht man übrigens, wie so ein China-Export-Zeichen aussieht. Das hier, ne? Nie im Leben ein echtes CE-Zeichen. Beim echten CE-Zeichen ist das C gewissermaßen komplett rund. Und wenn man den Kreis fortführt, dann würde er sich genau überschneiden mit der Ecke vom E. Die hier sind deutlich länger gestreckt und viel zu nah aneinander. Aber nun gut, schauen wir doch erstmal, was überhaupt so drin ist. Dafür verwenden wir unseren treuen Freund. Das Drehmomentwunder. Zap. Ja, das habe ich doch glatt vergessen, rechtzeitig meine Schraubenkiste bereitzustellen dafür. Jetzt halt hier. Zumindest geht es mal leicht auf, das ist schon mal etwas. Dann sehen wir hier die Unterseite der Platine. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber also die Leiterbahnen sehen soweit ganz ordentlich aus. Und man sieht hier die, wo ein bisschen mehr Strom drüber muss, haben sie vernünftig verzinnt, haben auch ja, hier so Ausschnitte reingeschnitten, damit da nicht so leicht ein Funken überschlägt. Es ist jede Menge Lötzinnrückstand drauf, gut, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Schauen wir doch mal, was überhaupt drin ist. So, also, reinkommen tut hier so ganz normales, ja, das ist ein Euro-Stecker, der da dran ist, also es ist logisch, dass es nur zwei Pole sind und keine Erdung dabei ist, also kein Schutzleiter. Der Neutralleiter, das ist das Blaue, wird einfach durchgeleitet und hier offensichtlich die Braunen, die Phase, wird über die Relais hier geschaltet. Das ist insofern relativ putzig, als das genau das ist, was ich auch gemacht habe. Also da bin ich ja schon mal wie die Profis. Dann sehe ich hier einen Trafo, hier ein paar Widerstände und so ein bisschen Kleingeraffel. Das ist ein Kondensator von GJT, na gut, was auch immer das ist, 25 Volt, 470 Mikrofarad, 105 Grad immerhin. Und wenn ihr mal schaut, wir haben also einen Trafo, wir haben zwei Relais, wir haben einen Brückengleichrichter aus so ein paar Dioden hier. Ich sehe hier einen mickrigen kleinen Kondensator, ein paar Widerstände, zwei kleine Dioden noch. Könnt ihr euch vorstellen, warum mich das ein bisschen wundert? Wir haben einen Trafo. Ja, okay, also er hat kein Schaltnetzteil, sondern ist offensichtlich ein richtiges Trafo-Netzteil. Ich meine, sowas habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Ist aber im Grunde genommen eine gute Sache. Also da kann man jetzt den Chinesen keinen Vorwurf machen. Trafo, Brückengleichrichter, alles relativ sauber und wird keinen hochfrequenten Scheiß abstrahlen, so wie das Schaltnetzteil in meinem Schlangomaten. Ja. Gucken wir mal, das hier müsste der Anschluss sein. Na? Firma Hung Low macht es gar nicht mal so einfach, hier die Konnektoren an. Nee, das ist ein festgelöteter Kabel-zu-Board-Connector, der ist nicht zum Abnehmen gedacht. Na gut, dann mache ich es halt nicht. Also das Teil hier werde ich bei Gelegenheit noch auseinandernehmen, Trafo-Relais und sowas rausreißen, kann man immer gebrauchen.
Was ich ja auch relativ interessant finde und auch auf jeden Fall behalten werde, das sind diese Eurostecker hier, die da dran gehen, diese Kopplungsbuchsen. Na, komm her. Also, wenn ich mal wieder sowas in der Richtung bastle, kann ich die auf jeden Fall gewinnbringend einsetzen. Ja, aber sieht insgesamt eigentlich ganz gut aus. Ist nicht dreckig, sieht ordentlich aufgebaut aus. Einseitige Platine. Ich bin soweit zufrieden damit. Das hier ist etwas, was mein Schlangomat nicht hat, nämlich eine Kontrolleinheit. Ich gehe mal ganz stark davon aus, da ja an dem Hauptgerät keinerlei, wie auch immer geartete Einstellmöglichkeiten waren, dass man nur mit diesem Teil hier tatsächlich dann die Temperatur einstellen konnte, die man dann ungefähr halten wollte und einem dann auch die Messwerte angezeigt wurden für Temperatur und Feuchtigkeit. Ah ja, das ist das Herz des Systems. Sehr feine Schräubelein, die es rauszudrehen gilt. Ja. Komm schon, kleines Mistviech. Oh, kleines Mistviech. Ja. Das kleine Mistviech sperrt sich. Aber das Schöne ist ja, wir wollen es nicht erhalten. Also können wir ein bisschen brutaler vorgehen. Hier ein kleines Flatflex-Kabel. Das ist offensichtlich für die Buttons gedacht gewesen. Das sind Folien-Buttons, die hier vorne in der Scheibe mit drin sind. Das hier ist die eigentliche Platine. So ein typisches Monochrom-LCD-Dingsbums. Eine LED für, keine Ahnung, was sie anzeigt. Stromkabel. Gucken, wie ist es denn bestiftet. GND, VCC sagt also nicht, wie viel Spannung da normalerweise drauf sollte, aber ich würde mal vermuten, das läuft hier alles auf 5 Volt. Ach, jetzt weiß ich, warum der Philipp gesagt hat, dass es totale Grütze ist. Der Hauptchip ist ein Samsung, ja, das kann ja nichts taugen. Was haben wir hier? Ein Samsung 3F9498XZZ. Ja, also wird ein Mikrocontroller sein. Dann hier Power rein, Sensoranbindung hier auf der anderen Seite. Ja, paar Widerstände, paar Kondensatoren, also eigentlich jetzt hier nichts, was irgendwie unerwartet wäre. Aber was ist das hier auch für ein kleines Ding? Ne? Ah ja, das ist ein kleines I2C EEPROM. Ich nehme an, da drin speichert der seine Einstellungen, wenn man hier die Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten einstellt. Ansonsten ist da jetzt nichts Bahnbrechendes drauf, da kann ich nichts mit anfangen, das kommt auf jeden Fall weg. Und zu guter Letzt bleibt noch dieses Kästchen hier. Das ist die Sensoreinheit. Da schauen wir doch einfach mal, was wird hier als Sensor benutzt. Man erinnert euch, ich hatte die guten DAT11 bei mir drin. Ja, die guten, die günstigen. Und das hier. Tadadada. Ja, da hat Philipp in seinem Zorn den Stecker einfach rausgerissen, als er es auseinandergebaut hat. Kleiner Custom-Sensor von Humirel mit einem kleinen IC hinten drauf. Ist alles mit so einer Schutzbeschichtung. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Hier so gelb conformal coating, damit es bei Feuchtigkeit nicht kaputt geht. Und der Chip, der da drauf ist, ist irgendwas vom Fairchild. Es wird wahrscheinlich das hier einfach nur so ein kapazitiver Feuchtigkeitssensor oder sowas sein. Und der Chip hier hat wahrscheinlich die Temperaturmessung mit drin und ja, die Controller hierfür. Nehme ich mal so an. Also ich vermute, dass das hier essentiell eigentlich dasselbe ist wie die DHT22-Chips, nur halt von einem anderen Hersteller ein bisschen anders aufgebaut. Kurzer Beuteüberblick. Wir haben zwei solche Steckerkupplungen, ein Eurostecker-Stromkabel mit Zugentlastung, zwei, naja, mehr oder weniger lange Abschnitte mit 2, 3, 4, 4 adrigem Kabel. Ne? Das ist, oh, das ist cool, die kosten sonst. Zwei Gehäuse, die man vielleicht nochmal für irgendwas gebrauchen kann. So einen schnuffeligen kleinen Trafo hier, bei dem ich noch rauskriegen muss. Ah, hier stehen sogar die Werte drauf. 230 Volt rein, 0,5 Volt raus, 110 mA. Und in
interessante Erkenntnis, war mir vorher nicht aufgefallen. Ich habe die Relais ausgelötet und seht ihr, was, wenn ihr die Zahlen lest? 125 Volt, die waren überhaupt gar nicht dafür geratet, dass man damit europäische Netzspannung schaltet. Eieieiei, ihr Chinesen. Gut, das war jetzt nicht sehr viel Tierraum. Das heißt, ihr habt jetzt noch unglaublich viel Zeit übrig, die ihr eigentlich für dieses Video eingeplant hattet. Und deswegen klickt ihr jetzt hier, da, da, da muss so ein Info-Icon sein. Da klickt ihr jetzt mal drauf. Und dann kommt da so eine Anzeige runter, für mein Kickstarter-Projekt. Weil wenn ihr das nämlich gut findet, wenn ich Sachen auseinandernehme, dann werdet ihr das, was ich da Kickstarter noch viel geiler finden. Da will ich nämlich Sachen auseinanderflexen. Und ich sag's euch gleich, weil ich immer wieder höre, ich bezahle dir doch nicht dein Werkzeug, Alter. Ja, müsst ihr ja auch nicht. Ja, ich verlange nicht von euch, dass ihr da 100 Euro reingebt. Aber ey, ich habe fast 1000 Abonnenten hier. Ja, wenn jeder 50 Cent reinkloppen würde, oder sagen wir mal 1 Euro, ja, dann, ach. Ja. Und da ich ja nur noch ungefähr um 150 brauche, würde es ja schon reichen, ja, wenn 150 von euch 1 Euro spenden würden. Und dann gäbe es ein total geiles Video, verspreche ich euch. Ja. Egal, geschlossen mit der Werbung. Ihr geht jetzt alle gefälligst ins Freibad oder in den Biergarten oder notfalls in die kalte Badewanne. Das mache auf jeden Fall ich und sag so lang Tschüssing.